Ja, ich möchte Sie recht herzlich zu unserer Veranstaltung Antifeminismus, antimoderne Brückenideologie und politische Restauration, Ergebnisse der Leipziger Autoritarismusstudie 2022 begrüßen. Ich bin Henning von Bargen und leite zusammen mit meiner Kollegin Ines Kappert das Gunda-Werner-Institut für Feminismus und Geschlechterdemokratie in der Heinrich-Böll-Stiftung. Besonders willkommen heißen möchte ich Dr. Fiona Kalkstein und Professor Dr. Gerd Pickel aus Leipzig. Fiona Kalkstein ist stellvertretende Direktorin des Else-Frenkel-Brunswick-Instituts für Demokratieforschung in Sachsen. Ihr Forschungsinteresse liegt unter anderem auf psychoanalytischer Sozialforschung, auf politischer Ökonomie und Psyche und tiefenhermeneutischer Interpretation antidemokratischer, antifeministischer und menschenfeindlicher Einstellungen. Gerd Pickel ist Religions- und Kirchensoziologe am Institut für praktische Theologie an der Theologischen Fakultät der Universität Leipzig. Seine Schwerpunkte liegen im Bereich der Religionssoziologie, der Demokratie und der politischen Kulturforschung. Herzlich willkommen. Beide sind Teil des Forschungsteams, das die Leipziger Autoritarismusstudie 2022 erstellt hat. Und sie zeichnen auch mitverantwortlich für das Kapitel Antifeminismus und Geschlechterdemokratie, welches heute im Fokus der Veranstaltung steht. Weitere an dem Kapitel Beteiligte waren Johanna Niendorf, Charlotte Höcker und Oliver Decker. Die Veranstaltung heute ist Teil unseres Projektes Antifeminismus begegnen, Demokratie stärken, welches vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben gefördert wird. Worum geht es heute? Seit 2002 analysieren WissenschaftlerInnen der Universität Leipzig die Entwicklung autoritärer und rechtsextremer Einstellungen in Deutschland. Und sie gingen und gehen Fragen nach, wie haben sich rechtsextreme und autoritäre Einstellungen in Deutschland verändert? Nimmt die Ausländerfeindlichkeit weiter ab? Oder auch, und wie stehen die Deutschen zur Demokratie? Seit 2020 wird auch untersucht, welche Rolle antifeministische und sexistische Einstellungen, Ressentiments und Haltungen dabei spielen. Und wie Antifeminismus als antimoderne Brückenideologie fungiert. Denn, und das wissen Sie wahrscheinlich alle, antifeministische und sexistische Einstellungen sind weit in der gesamten Gesellschaft verbreitet, wie die Untersuchung im Jahr 2020 schon deutlich zeigte und was sich mit der aktuellen Studie nochmal bestätigt. Nicht selten gehen diese Einstellungen einher mit anderen Ressentiments, wie etwa Homo- und Transfeindlichkeit, und zeigen sich auch eng verwoben mit einem traditionellen Männlichkeitsbild und einer dogmatisch-fundamentalistischen Religiosität. Die aktuelle Studie weist auch deutlich darauf hin, dass Antifeminismus nicht harmlos ist, denn damit einhergehen Einschüchterungsversuche gegen Schwangerschaftsabbrüche, Proteste gegen Angebote zur sexuellen Bildung an Schulen oder auch konkrete Anfeindungen von FeministInnen und Frauen auf der Straße bis hin zu rechtem Terror. Antifeministische Haltungen dienen so, und das ist ein wichtiger Unterschied zu traditionellem Sexismus, als politische Grenzziehung und zur antimodernen Mobilisierung gegen egalitäre Geschlechterverhältnisse. In dem gleich folgenden Vortrag werden Fiona Kalkstein und Gerd Pickel die Ergebnisse der diesjährigen Studie präsentieren. Und ich verrate nicht zu viel, wenn ich Ihnen sage, dass antifeministische Einstellungen weiter zugenommen haben. Vielleicht haben Sie auch schon mal reingeschaut in die Studie. Im Anschluss an den circa 40, 45-minütigen Vortrag und im Rahmen des dann folgenden Gespräches haben Sie als Publikum die Gelegenheit, Fragen zu stellen und auch Statements abzugeben. Sie können dafür zum einen das Fragen- und Antwort-Tool nutzen und zum anderen, was dann uns auch lieber wäre, können Sie einen Wortbeitrag halten. Und wenn Sie das möchten, dann melden Sie sich bitte mit der Handheben-Funktion. Die finden Sie im Menü Reaktionen oder direkt auch schon unten in dem Menü des Browsers. Wir holen Sie dann mit Bild und Ton auf die Bühne. Sollten Sie
technische Probleme oder Hinweise an uns haben, dann können Sie dazu den Chat nutzen und unseren technischen Support auch direkt kontaktieren. Wir möchten aber darauf hinweisen und darum bitten, dass alle Teilnehmenden bei Wortbeiträgen, aber auch vor allen Dingen im Chat respektvoll und diskriminierungssensibel miteinander umgehen und die Netiquette einhalten. Der Chat ist extra offen, damit Sie auch untereinander in Kontakt kommen können. Das werden wir dann nicht so genau und so intensiv im Blick behalten und von daher nochmal diese Bitte, auch vernünftig damit umzugehen. Ganz wichtig, diese Veranstaltung wird aufgezeichnet und im Nachgang zu Dokumentationszwecken als Video online gestellt und mit Ihrer Anmeldung und Teilnahme haben Sie sich bereit erklärt, dass wir diese Aufnahmen veröffentlichen dürfen, insbesondere auch dann, wenn Sie mit Bild und Ton dabei sind und ein Statement abgeben oder eine Frage stellen. Schon am Anfang möchte ich darauf hinweisen, dass wir am Ende der Veranstaltung einblenden werden, einen Link auf einen Fragebogen. Denn momentan werden die Angebote des Gunda-Werner-Instituts im Rahmen dieses Projektes durch das unabhängige Forschungsinstitut Camino evaluiert. Und Camino hat die wissenschaftliche Begleitung unseres Projektes, Verbundprojektes, übernommen. Und sehr gerne möchte Camino und wir natürlich auch in Erfahrung bringen, wie Sie die Veranstaltung heute erlebt haben. Daher bitten wir darum, einen Fragebogen auszufüllen. Und den Link dazu stellen wir, wie gesagt, nachher in den Chat. Und wir erlauben uns aber auch, Sie im Nachgang noch zu der Veranstaltung per E-Mail auf diese Umfrage hinzuweisen. Ja, wir wären also Ihnen sehr dankbar, wenn Sie daran teilnehmen würden. Das schon mal vorweg, ich werde es nachher auch noch mal sagen. Bevor ich nun an die beiden Vortragenden übergebe, möchte ich mich ganz herzlich bei allen bedanken, die uns bei der Organisation der Veranstaltung unterstützt haben. Jeremy Ma von der Technik, Julia Reiter vom Tagungsbüro und insbesondere meine Kolleginnen im Gunda-Werner-Institut, Julia Hartlepp und Sandra Ho, die auch das Fragen- und Antwort-Tool und den Chat mitbetreuen. Ohne all diese Kolleginnen würden wir Veranstaltungen wie diese nicht realisieren können. Deswegen nochmal vielen herzlichen Dank. So viel zunächst von mir. Ich übergebe jetzt an Fiona Kalkstein und Gerd Pickel, die uns dann nun die Ergebnisse oder einen Teil der Ergebnisse der Autoritarismusstudie präsentieren werden, bezogen auf das Themenfeld Antifeminismus. Herzlich willkommen und the floor is open. Alles klar, hallo. Also auch hallo von mir erstmal. Ich teile jetzt mal den Bildschirm. Gut, also ich hoffe, das ist jetzt alles gut sichtbar. Oh, ich bin schon eine Seite zu weit. So. Soll ich einfach anfangen, Gerd? Oder willst du nochmal auch Hallo sagen? Ich kann auch einfach anfangen. Ich kann auch Hallo sagen, ja. Hallo. Aber du darfst gerne auch anfangen. Ja, wir sind gefragt worden, ob wir etwas erzählen können zu den Ergebnissen des Antifeminismus-Kapitels der Leipziger Autoritarismusstudie. Und das werden wir jetzt machen. Ich muss jetzt mal kurz ein bisschen anders machen. So. Wir werden so vorgehen, dass ich erst kurz was erzählen werde oder ungefähr also bis zur Hälfte. Die erste Hälfte werde ich erzählen und dann wird Gerd vor allen Dingen sehr ausführlich die Ergebnisse darstellen. Der Vortrag ist so aufgebaut, dass wir erst kurz auf die Autoritarismusstudie, auf die Leipziger Autoritarismusstudie dieses Jahr eingehen, auf die Eckdaten. Das ist die 11. dieses Jahr. Dann werden wir als zweites auf Definitionen eingehen, also was ist Antifeminismus überhaupt und was unterscheidet ihn zum Beispiel von anderen Begriffen wie Sexismus oder Misogynie. Dann werden wir als drittes auf ein sehr präsentes Verständnis in der Leipziger Autoritarismusstudie eingehen, und zwar Antifeminismus als Ideologie und als Ressentiment. Also ihr seht wahrscheinlich schon, es gibt unterschiedliche Zugänge dazu.
Dann noch kurz auf die Messung antifeministischer Einstellung, also wie erfasst man Antifeminismus überhaupt? Und dann wird noch ausführlich auf die Ergebnisse, also auf Zahlen und Ergebnisse eingegangen und Erklärungsfaktoren. Soweit erstmal. Genau, also das, was wir vorstellen heute, sind die Ergebnisse, also Teilergebnisse der Leipziger Autoritarismusstudie 2022. Das ist eben, wie gerade schon gesagt, die 11. Die Daten werden erhoben seit 2002 im Zwei-Jahres-Rhythmus, wird also alle 2 Jahre herausgegeben. Die Studie untersucht politische Einstellungen in Deutschland und vor allen Dingen eben rechtsextreme Einstellungen, autoritäre Dynamiken, Zufriedenheit mit der Demokratie, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und noch einiges mehr, zum Beispiel Antifeminismus. Was wir dieses Jahr neu hinzugenommen haben, sind Items zu Impfverhalten und Impfeinstellung. Das findet sich beispielsweise in Kapitel 3. Das wurde selbstverständlich vorher nicht erfasst, weil das nicht so relevant war, wie es jetzt geworden ist die letzten Jahre. Die Projektleiter der Studie sind Elmar Brähler und Oliver Decker. Das sind auch die Herausgeber des Bandes. Die Daten selbst werden durch ein Meinungsforschungsinstitut erhoben, durch USUMA. Der Erhebungszeitraum war dieses Jahr im Mai und im Juni, also ungefähr 6 Wochen lang. Und was vielleicht auch nochmal ganz interessant ist, wer sind denn die Menschen, die da befragt werden? Es handelt sich um eine repräsentative Stichprobe aus der Bevölkerung in Deutschland. Das Alter lag zwischen 16 und 91 Jahren. Und es wurden 2.522 Personen befragt, davon 1.987 Personen aus Westdeutschland und 535 Personen aus Ostdeutschland. So ein bisschen allgemein, damit ihr einen Eindruck habt von der Gesamtstudie. Und als nächstes werde ich auf unser Kapitel eingehen, auf das Thema Antifeminismus. Zunächst stellt sich die Frage, was ist Antifeminismus eigentlich und was unterscheidet ihn zum Beispiel von anderen Konzepten? Wir haben es natürlich mit verwandten Begriffen zu tun. Also zum einen haben wir die Misogynie, die eher, also vorab, das ist nicht so trennscharf, vor allen Dingen, wenn man das versucht, verbal darzustellen. Aber die unterschiedlichen Begriffe legen Schwerpunkte auf verschiedene Aspekte. Und die Misogynie legt vor allen Dingen den Schwerpunkt auf die Minderwertigkeit von Frauen. Ich muss das hier mal kurz zumachen. So. Genau, also auch eine ontologische Vorstellung. Dass Frauen irgendwie minderwertig sind. Und das ist, da wird davon ausgegangen, dass es eben eine Vorstellung ist, die sowohl in abendländischen als auch in anderen patriarchalen Kulturen verbreitet ist. Der Sexismus hingegen ist der Rekurs auf vermeintlich natürliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern, also eine Betonung der Differenz. Und traditionelle Rollenzuschreibung. Dabei passiert das Ganze aber eben nicht auf Augenhöhe, sondern es wird darauf abgezielt, dass es geht darum, auch eine Überlegenheit, eine männliche Überlegenheit zu festigen und aufrechtzuerhalten. Der Antifeminismus hingegen ist sehr viel politischer, ist eine politisch ausgerichtete Einstellung. Wird in der Regel definiert als politisch ausgerichtete und organisierte Gegnerschaft gegenüber feministischen Emanzipationsbestrebungen.
Jetzt gehe ich noch mal konkreter auf den Antifeminismus ein. Also Antifeminismus zielt dabei auf die Manifestation patriarchaler Dominanz. Und man muss sich vorstellen, dass er einen zeitlichen Wandel auch durchlaufen hat. Ja? Weil so wie sich die Inhalte des Feminismus wandeln, so wandeln sich eben auch die Inhalte seiner Gegnerschaft, des Antifeminismus. Und die aktuelle Spielart des Antifeminismus richtet sich meistens heteronormativ gegen vor allen Dingen ja die Auspluralisierung sexueller, geschlechtlicher und familiärer Lebensformen. Also das ist der in Anführungszeichen Antigenderismus. Ist auch ein Begriff, der sehr gerne von der neuen Rechten verwandt wird. Was wir jetzt in der Studie gemacht haben und wo ich jetzt nochmal ausführlicher theoretisch drauf eingehen werde, ist das Verständnis von Antifeminismus auch als Ressentiment und als Ideologie. Das heißt also als Weltbild und als eine Einstellung, die auch ja, emotional gefärbt ist. Dabei steht im Zentrum des antifeministischen Ressentiments eine ambivalent erlebte Weiblichkeit. Das hängt damit zusammen, dass in unserer Gesellschaft, also in einer patriarchalen organisierten Gesellschaft, vor allen Dingen die primäre Bezugsperson in der Regel eine Frau ist. Und dadurch entsteht ein ambivalentes Verhältnis, weil sie die Quelle ist, der sehr, sehr angenehmer Emotionen, ja, eines Verschmelzungswunsches, und gleichzeitig entsteht aber auch eine Angst davor, und zwar psychoanalytisch gesprochen eine Angst vor dem Verschlungenwerden, also vor der vollständigen Vereinnahmung durch die Frau, durch das Weibliche. Deswegen ist das Weibliche reizvoll, aber auch bedrohlich. So, jetzt gehe ich nochmal ausführlicher auf das Konzept ein, also theoretische Gedanken, die wir uns dazu gemacht haben, zur Ideologie und dem Ressentiment. Und hier fügt sich ein kleines Bild ein, was vielleicht auch ganz interessant ist zum Thema Brückenideologie. Hier sehen wir den Ausfall der AfD Sachsen. Vor nicht allzu langer Zeit. Ich gehe davon aus, dass das viele mitbekommen haben. Das ist ein Meme, ein klassisch antifeministisches Meme, das die AfD Sachsen kurzzeitig gepostet hatte, ich glaube auf ihrem Facebook-Account. Dann wurde das auch sehr schnell gelöscht. Nichtsdestotrotz, man sieht eigentlich, dass eine extrem rechte Partei hier ein Thema aufgreift, das eigentlich gar nicht ein klassisch rechtes Thema ist. Ja? Und damit natürlich nochmal versucht, Aufmerksamkeit und auch neues Wählerpotenzial zu generieren. Gut, also ich gehe nochmal auf vier Faktoren ein, die vor allen Dingen sozialpsychologisch interessant sind. Der erste Punkt ist die hegemoniale Männlichkeit, die nach wie vor eine nicht irrelevante Bedeutung hat in unserer Gesellschaft. Also es ist ein Phantasma, ein Sehnsuchtsort, oder man könnte auch sagen, ein kollektives Ideal, männliches Ideal, das sich vor allen Dingen aus der Betonung von Differenz, Unabhängigkeit und Überlegenheit gegenüber Frauen speist. Auf der einen Seite gibt es eben diesen Druck, dieses Ideal. Andererseits hat es eben ja mit dem Leben, mit dem tatsächlichen Leben der meisten Männer gar nicht so viel zu tun. Nichtsdestotrotz übt es Druck aus. Ja? Also das kollektive Ideal hegemonialer Männlichkeit übt einen gewissen Verhaltensdruck aus, und unter diesem Druck
werden vielerlei psychische Anteile, die eigentlich diesem Ideal nicht entsprechen, also psychoanalytisch würde man sagen, abgespalten. Ja? Also zum Beispiel Elemente wie Abhängigkeit und Schwäche. Nun ist es so, dass mit so Anteilen, die abgespalten, also verdrängt werden, ja, die sind ja nicht weg. Die müssen irgendwo hin, die muss man auch, damit die auch irgendwie verdrängt bleiben, muss man die dauerhaft bekämpfen. Und eine nicht zwingende, aber häufige Folge der Spaltung ist die Projektion. Also man bewältigt das Ganze so, indem man einfach das in andere hineinlegt und dort bekämpft. Dann muss man das nicht die ganze Zeit bei sich selber bekämpfen. Und das ist mit so Anteilen wie Abhängigkeit und Schwäche auch der Fall. Sie werden eben mit Weiblichkeit identifiziert und an ihnen bekämpft. Genau, das ist quasi das Thema der hegemonialen Männlichkeit und auch ein anderer Begriff, der dafür verwendet wird von Rolf Bohl, ist eben das grundlegende Männlichkeitsdilemma. Der zweite Punkt bezieht sich auf ein Naturverständnis. Das haben wir jetzt genannt, Phantasma eines vormodernen, harmonischen, weil natürlichen Geschlechterverhältnisses. Das heißt, da gibt es die Fantasie darüber, dass es also vormodern im Sinne tatsächlich vor der Moderne ein Geschlechterverhältnis gab, das der eigenen Natur entspricht. Also, dass es überhaupt so etwas geben kann. Ja? Ein natürliches Geschlechterverhältnis, in dem das Ich eben sich nicht darum bemühen muss, ein Geschlecht zu werden, ja? Sondern ja ganz frei nach seiner natürlichen Weiblichkeit und natürlichen Männlichkeit handeln kann und da ganz im harmonischen Einklang mit sich ist. Das ist quasi ein Versprechen, diese natürliche Ordnung hin zu einem, ja sagen wir, vollendeten Seelenfrieden. Und in dieser Ideologie wird eigentlich der Feminismus zum natürlichen Feind. Ja? Also weil der Feminismus die politische Bewegung ist, die dem was entgegensetzt, die eigentlich also dieses Phantasma entlarvt und zwar als ja patriarchale Illusion auch entlarvt und eben aufs Empfindliche angreift. Diese Natürlichkeitsvorstellung, das ist auch ganz interessant. Also wir haben sie jetzt einmal singulär hier erwähnt, aber sie sind ja auch ein Bestandteil bestimmter Ideologien und sind vor allen Dingen anzutreffen im völkischen Nationalismus und dem dort vorhandenen Naturverständnis, als auch im religiösen Fundamentalismus. Das heißt, dass in der Vorstellung der natürlichen Ordnung der Geschlechter sich auch völkischer Nationalismus und religiöser Fundamentalismus treffen. Das sehen wir sehr gut bei den Schweigemärschen zum Beispiel. Also diese Abtreibungsgegner. Der dritte Punkt ist Antifeminismus als Feindbild des Rechtsextremismus und eben rechter Ideologie. Da ist die Vorstellung vorherrschend, dass sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in irgendeiner Form volksschädlich sei und sich gegen den Willen der Bürgerinnen richtet, auch gerne als elitäres Projekt. Feministinnen untergraben hier die Reproduktionsfähigkeit des Volkes. Sie kämpfen gegen die Verschwörungserzählung an des großen Austausches, in dem eben durch vermeintlich geringe Geburtenraten die Möglichkeit der Umvolkung eröffnet wird. Ich denke, da muss ich nicht weiter darauf eingehen oder wir können das auch später nochmal diskutieren, wenn es Fragen gibt.
Und genau, ein weiterer Bestandteil ist eben eine gefürchtete Umkehrung des geschlechtlichen Dominanzverhältnisses. Und auch die Auswahl der Partner durch Frauen wird als Gefahr gesehen. Also das sieht man ja sehr gut bei den Incels, ja. Also diese Leute können nur in Hierarchien denken. Also es gibt nicht die Vorstellung einer Gleichberechtigung, ja. Also es kann nur sein, dass jetzt auf einmal sich das Dominanzverhältnis umkehrt. Aber Gleichberechtigung können diese Leute offensichtlich nicht denken. Genau, und der vierte Punkt ist, Feminismus als Feindbild religiös fundamentalistisch und dogmatisch denkender Personen, also religiös dogmatisch denkender Personen. Hier bedrohen Feministinnen vor allen Dingen das Bild der traditionellen Familie und patriarchale Dominanzverhältnisse. Und das wiederum wird von Gott oder von der Bibel als vorgesehen angesehen. Also hier ist es auch, es ist eine ähnliche Natürlichkeit. Ne? Es ist eine Ordnung, die gegeben ist und an der nicht zu rütteln ist. Auch hier ist der Wunsch, also die Wunschbewegung eine reaktionäre. Also es geht in eine Rückkehr, in ein Früher. Und dahingehend werden auch Feministinnen und moderne Frauen als ja nicht fraulich, nicht weiblich und Zerstörerinnen der wahren Familie bekämpft. Ja, und der vierte Punkt, das hatte ich gerade schon erwähnt, also es ist einfach die moderne Modernisierung und darin natürlich auch der Feminismus als ihr Ausdruck wird als Bedrohung der göttlichen Ordnung angesehen. Gut, jetzt würde ich nochmal, also das vielleicht so ein bisschen zur Theorie, zum Verständnis auch, wie wir da rangehen an dieses Thema und ein bisschen, das ist jetzt oberflächlich geblieben, aber es geht auch schwer in der Kürze der Zeit, ein bisschen die Psychodynamik, die wir dahinter auch begreifen. Jetzt komme ich auf die Messung antifeministischer Einstellungen. Also irgendwie muss man die ja erheben. Wir haben Sexismus und Antifeminismus erhoben als zwei unterschiedliche Konstrukte. Sexismus wurde mit 4 Items erhoben und bestimmt dabei die Verbreitung und Ausprägung eines traditionellen Frauenbildes. Ein Item ist zum Beispiel, Frauen sollten sich wieder mehr auf ihre Rolle der Ehefrau und Mutter besinnen. Und dann haben die Personen in der Regel 5 Stufen, Stimme gar nicht zu oder bis Stimme voll und ganz zu. Antifeminismus wird ebenfalls über 4 Items gemessen. Hier ist ein Beispiel-Item, Frauen machen sich in der Politik oft lächerlich. Diese beiden Dimensionen wurden 2020, also vor 2 Jahren in der letzten LAS, in einer Faktorenanalyse als 2 getrennte Konstrukte erfasst und sind auch in sich reliabel. In der Darstellung zeigen wir ein geschlossenes, antifeministisches und sexistisches Weltbild. Das heißt, die Prozentzahlen, die gleich vorgestellt werden, stellen Antworten von Menschen vor, die nicht irgendwie bei einem Item irgendwie Zustimmung zugestimmt haben, sondern also es gab einen Grenzwert von 10 Antwortpunkten bei einem Spektrum zwischen 4 und 16 summierten Antwortpunkten. Also sie lagen schon in der Mitte und deutlich drüber. Gut, ich glaube. Ah, hier ist noch ganz kurz, kann man sich das anschauen und ansonsten würde ich jetzt an Gerd übergeben. Ja, Fiona, ich danke dir ganz herzlich. Dann gehen wir tatsächlich zu den Zahlen über, die ja bei dem einen Begeisterung, beim anderen Grausen hervorrufen in der Regel.
Als allererstes erstmal die Verteilung, die wir diesmal vorgenommen haben. Und es wurde ja quasi schon verraten, könnte man mal so sagen, in der Einführung. Es ist tatsächlich so, dass zwischen 2020 und 2022 wir einen Zuwachs haben. Und dieser Zuwachs ist auch nicht gleichmäßig, sondern wir sehen, dass der eben gerade im Bereich des Antifeminismus stärker ausgeprägt ist. Also bedeutet, es ist nicht nur ein Thema geblieben, ein Problemthema, sage ich mal. Es ist sozusagen sogar noch wichtiger geworden. Wenig überraschend wird sie wahrscheinlich, dass es bei Männern stärker ausgeprägt ist als bei Frauen, gerade nachdem wir ja auch die Ansätze gesehen haben. Interessant ist aber natürlich, dass man, das müssen wir vielleicht auch nochmal ein bisschen nachhalten, dass es durchaus unter den Frauen auch Antifeministinnen gibt. Und das ist etwas, was man immer so mitnehmen sollte. Es ist nie allein auf die Männer bestimmt. Das war schon früher auch so, wenn man Rollenbilder betrachtet hat. Es wird dann teilweise eben übernommen, es wird auch mit vertreten und dann kommt es zu Konkurrenzsituationen auch. Nächste Folie, bitte. Ja, ich muss es dir irgendwie weitergeben. Genau. Wichtig ist natürlich, dass man sozusagen Antifeminismus wie auch Sexismus im Kontext anderer Überlegungen betrachtet. Es wurden ja auch gerade welche angesprochen. Nicht ganz überraschend auch hier mit der Homophobie oder der sozusagen der Feindlichkeit gegenüber homosexuellen Menschen haben wir einen sozusagen den höchsten Zusammenhang. Es gibt aber interessant, noch einen zweiten interessanten Punkt. Das zweite, was ebenfalls ungefähr in dieser Höhe sich sogar noch einen Hauch höher bewegt, wenn man es genauer betrachtet, ist der tradierte Antisemitismus. Was dann schon darauf hindeutet, dass auch der Gedanke eines Ressentiments hier durchaus nicht ganz so fern liegt, weil hier natürlich Gedanken hineinkommen, die eben vielleicht bei anderen Bereichen nicht so der Fall sind. Ansonsten können Sie sehen, es ist eingebunden in viele andere Abwertungsmechanismen und auch Rassismen, die wir haben. Gleichwohl, damit Sie vielleicht das so zuordnen können, ich sage das ja so ganz locker, diese Zahlen, das sind Korrelationszahlen, das sind also keine Häufigkeiten und man kann die so verstehen, dass es quasi die Möglichkeit gibt, dass die zwischen plus 1 und minus 1 kommen. Wenn sie bei 0 sind, bedeutet das, zwischen diesen beiden Items, diesen zwei Antworten, gibt es keine Zusammenhänge in der ganzen Stichprobe und ein Plus bedeutet einfach, dass Personen, die sozusagen die antifeministischen Items positiv beantwortet haben und die wir quasi mit einem antifeministischen Ressentiment versehen betrachtet haben, das sind auch Personen, bei denen deutlich häufiger eben auch sozusagen homophobe, transfeindliche Einstellungen zum Beispiel auftreten. Und in dem Fall gerade homophobe Einstellungen ganz besonders stark. Nur, dass dieses Verständnis vorkommt, weil gerade mit diesen Zahlen werden wir weiter arbeiten. Warum tun wir sowas? Man kann es ganz einfach sagen, wenn wir das hier mal durchdeklinieren, dann hätten Sie in der Folge jetzt so 16 Tabellen, die ziemlich ähnlich aussehen, nacheinander sich anschauen müssen und das wollten wir Ihnen für den Abend dann doch ersparen. Nächste Folie bitte. Wir haben dann ja gerade auch verschiedene Ansätze dargestellt, also Fiona hat sie ja gerade vorgestellt und diese sind wir natürlich dann auch mal abgegangen, weil unsere, ja nicht Hoffnung ist das falsche Wort, aber unsere Vermutung war, dass das eine Bedeutung hat. Eine Idee war eben diese Erhebung der auch gewaltbezogenen hegemonialen Männlichkeit. Das kommt daher, dass auch zwei Items dieses Erhebungsinstrumentes mit Gewalt auch zu tun haben, ganz konkret. Zum Beispiel ein Mann sollte dazu bereit sein, sich gegen Beleidigung mit Gewalt zu wehren, als sozusagen auch ein dominantes Bild. Und dieses ist auch eine Skala aus vier Items. Ich lese die jetzt nicht sozusagen einzeln vor, aber kann gerne dann noch weiter darauf eingehen. Entscheidend dabei ist, und das ist, was wir hier dargestellt haben, Sie sehen sozusagen hier diese Korrelationen, das ist dasselbe, was wir auf der Vortabelle jetzt auch hatten. Und Sie sehen schon mit Punkt 43, Punkt 39 sind wir bei den höchsten Werten, die wir vorhin in den intersektionalen Betrachtungen gesehen haben. Es gibt also einen sehr hohen Bezug. Um das nochmal so anders plastisch sichtbar zu machen, haben wir es gleichzeitig, also dasselbe hier in den Häufigkeiten nochmal aufgestellt, sodass Sie mal sehen, wie sozusagen solche Veränderungen, was so ein Wert von sozusagen Punkt 43 auch bedeutet. Bedeutet nämlich, dass bei Personen mit einer hohen hegemonialen Männlichkeit, wo sozusagen ein hoher Wert gemessen ist, wir über 50% antifeministische, also man könnte schon sagen, geschlossene antifeministische Weltbilder wiederfinden. Also der Bezug ist tatsächlich sehr stark und so ähnlich kann man dann eben die weiteren Zahlen, die wir verknappt haben, dann auch verstehen. Bedeutet aber auch für uns, dass dieses Konzept der hegemonialen Männlichkeit, das wir zum Beispiel 2020 nicht dabei hatten, durchaus eine tragende Erklärung auch mitliefert und uns sozusagen einen Strang eben aufzeigt der Erklärung von Antifeminismus in der Gegenwartsgesellschaft.
Nächste Folie bitte. Hier kommen wir wieder zu diesen Zahlen zurück, die wir jetzt ja vielleicht ein bisschen plastischer gemacht haben. Und hier sehen wir sozusagen schon einen Bezug, den wir nicht nur vermutet, sondern auch schon letztes Jahr mal hatten. Aber um das sozusagen einfach nochmal klar zu machen, wenn man Rechtsextremismus als Skala verwendet, dazu muss ich sagen, Rechtsextremismus als Skala bedeutet, dass Sie hier quasi eine Stufung haben zwischen den ganz verschiedenen Positionen. Da können auch mittlere Positionen drin sein. Entscheidend ist, dass wenn es sozusagen auf dieser Einstellungsebene nach oben geht, geht es auch mit dem Antifeminismus nach oben oder, wenn wir es mal kausal andersrum denken, umgekehrt. Personen, die sozusagen sexistisch ausgeprägt sind und antifeministisch ausgeprägt sind, sind deutlich Personen, die meistens rechtsextreme Überzeugungen haben. Und wir haben ja als Argument und als Titel auch gerade diesen Brückengedanken. Und den kann man hier sozusagen schon zum ersten Mal spüren, als etwas, was sozusagen von der Seite Rechtsextremer auch genutzt wird, um zu mobilisieren. Der Wert mit Punkt 54, und wenn Sie so ein bisschen mitgeschaut haben nach den Werten, ist der höchste, den wir bisher hatten. Und damit sieht man, dass hier doch eine doch starke Verbindung zum Tragen kommt. Ebenfalls durchaus beachtliche Verbindungen bestehen zu verschiedenen Dimensionen des autoritären Syndroms. Das sehen Sie hier unten, auch zur Verschwörungsmentalität nochmal etwas stärker. Da wir vorhin den Antisemitismus hatten, ist das vielleicht nicht ganz überraschend. Hier gibt es quasi eine, ich will nicht sagen Dreiecksbeziehung, aber sozusagen hier bindet sich etwas aneinander. Hier werden auch Erzählungen eingebracht, das hat ja Fiona vorhin sozusagen im konzeptionellen Teil genannt, die dann auch sozusagen übertragen werden. Sie hat die Incels erwähnt. Da sind Verschwörungserzählungen über Frauen ja besonders stark vertreten nochmal. Da kann man das ganz deutlich nochmal vielleicht auch sehen. Vielleicht auch interessant der Bereich der sozialen Dominanzorientierung, das ist ein Konstrukt, das Machtbeziehungen nochmal bemisst. Und das kommt hier natürlich auch nochmal stark zum Tragen, weil diese Machtbeziehungen, die sozusagen gerade auch im patriarchalen Denken verhaftet sind, hier nochmal stark wiedergespiegelt werden. Und da ist natürlich dann der Zusammenhang auch erwartungsgemäß durchaus relativ hoch. Das Einzige, was sozusagen tatsächlich etwas hier wegfällt, ein bisschen runterfällt, ist Aberglaube und Esoterik aus dem autoritären Syndrom. Das ist ein wenig unter den Werten, aber das müsste man sich noch tatsächlich mal genauer anschauen. Aber das scheint hier tatsächlich sozusagen nicht ganz so diese Bindung zu finden. Nächste Folie bitte. Wir sind jetzt sozusagen auf dem Weg natürlich auch noch zur Religion. Die hatten wir auch erwähnt. Das ist eine, Sie ahnen es schon, wenn ich Religionssoziologe bin, natürlich auch, dass das mich besonders interessiert. Aber was auch tatsächlich sehr interessant ist, also was wir erstens sehen können, ist, dass wenn wir Antifeminismus und einfache Zuordnungen zu Gemeinschaften betrachten, eigentlich fast keinerlei Effekte haben. Wir haben einen leichten Effekt in der katholischen Kirche. Angesichts der jetzigen Debatten mag das einen vielleicht nicht überraschen, der ist aber auch nicht sehr stark ausgeprägt. Also die Mitgliedschaft in einer Religionsgemeinschaft, selbst die subjektive Religiosität, ist für den Antifeminismus nicht tragfähig. Das ist übrigens ein Unterschied und das sieht man hier sehr gut zum Sexismus. Klassische Rollenverständnisse sind durchaus für Menschen sozusagen der Religionsgemeinschaften, die vielleicht auch ein wenig strenger sind, wie es die katholische Kirche ist, wie es zum Beispiel die islamische Gemeinschaft ist, deutlich wichtiger. Da haben wir tatsächlich ein, ich will nicht sagen Sexismusproblem, aber zumindest ein etwas höheres Problem, als es vielleicht in der Gesamtbevölkerung ist. Was aber tatsächlich sehr, sehr stark herausfällt, und das haben wir eben ja auch als Ansatz noch präsentiert gehabt, ist ein dogmatisch-fundamentalistisches Verständnis von der Religiosität. Tritt dieses auf, so haben wir deutliche Zusammenhänge mit Antifeminismus, stärkere mit Sexismus, aber auch durchaus beachtliche mit Antifeminismus. Was steckt dahinter? Ich habe hier unten mal Ihnen aufgeführt, was man jetzt unter diesem dogmatisch-fundamentalistischen Verständnis verstehen kann. Zum Beispiel die Aussage, es gibt nur eine Religion. Also eine sehr exklusive Aussage ist das. Oder die Heilige Schrift meiner Religion ist wortwörtlich zu verstehen. Das ist übrigens ein klassischer literarischer Fundamentalismus. Und Sie sehen, wir haben Zustimmungsraten von um die 20%. Also ganz so wenig ist es dann doch nicht. Und diese Gruppe kommt sozusagen aus einer ganz anderen Richtung, aber neigt auch deutlich stärker dazu, antifeministische und vor allem sexistische Überzeugungen zu unterstützen. Also auch das eine wichtige Gruppe. Auch diese Gruppe hatten wir zum Beispiel 2020 nicht dabei. Und man merkt, dass es das Spektrum der verschiedenen Wege hin zum Antifeminismus doch deutlich erweitert. Nächste Folie bitte. Ausgehend von diesen Überlegungen
Kann man natürlich als, und jetzt komme ich zu ganz schlimmen Sachen, statistisch schlimmen Sachen. Ich versuche sie aber mal inhaltlich durchzuführen. Wir haben natürlich diese Überlegungen aufgenommen. Sie sehen es zum Beispiel, das autoritäre Syndrom, das mit den verschiedenen Items hier unten ist, oben sozialstrukturelle Merkmale. Warum macht man sowas? Wir haben das jetzt für diese einzelnen Items, aber es könnte sich ja auch überschneiden. Wir könnten ja auch manches zu Unrecht annehmen, weil es quasi in den anderen Bereichen drin ist. Wir haben ja auch hohe Korrelationen gesehen. Für den Statistiker ist es dann dementsprechend immer günstig, eine Analyse zu machen, in denen das sozusagen mit eingerechnet wird, indem man sozusagen mitprüft, wie die anderen Effekte sind. Das macht man in einer sogenannten Regressionsanalyse. Ich werde sie jetzt nicht in die methodischen Feinheiten einführen, auch wenn ich das könnte. Und wenn jemand das gerne wissen will, kann ich es ihm erzählen, aber das ist, glaube ich, jetzt nicht unser zentrales Ziel. Entscheidend dabei ist, man kann diese Werte sehr ähnlich lesen wie das, was wir vorhin gesehen haben. Und sehr auffällig ist, wir haben hier sehr viele ganz unterschiedliche Erklärungsfaktoren und vielleicht auch einige, von denen man sich erwarten würde, dass sie einen Effekt haben. Schauen wir mal in Richtung Bildung zum Beispiel. Da haben wir tatsächlich nur einen ganz leichten Effekt, allerdings einer niedrigeren formalen Bildung auf Sexismus. Das ist dort höher ausgebildet, Antifeminismus völlig unbeeindruckt davon. Wir haben einen Alterseffekt. Und wir haben einen Effekt, den wir auch letztes Jahr schon hatten, nämlich den Effekt, dass sozusagen schlicht und ergreifend hier jetzt dann tatsächlich Männer deutlich sichtbar stärker betroffen sind von Antifeminismus und von Sexismus als Frauen. Das bleibt, auch wenn man alles andere kontrolliert. Wenn Sie aber mal schon mal in die 2020er Ergebnisse geschaut haben, werden Sie feststellen, da war das Ergebnis noch viel höher hier oben. Und dafür entscheidend ist, dass wir jetzt hier eben tatsächlich anderes hinzugenommen haben, denn wir sehen, dass die gerade sozusagen zu einzeln aufgezeigten Faktoren, die hegemoniale Männlichkeit, ich habe sie mal hier gelb markiert, dass Sie sie schneller finden, dogmatische Religiosität und eine rechte politische Orientierung tatsächlich ganz zentrale Faktoren sind, die eben Sexismus und Antifeminismus sozusagen nach vorne nehmen. Auch wenn ich alles andere Mögliche kontrolliere, haben Sie eine eigenständige Erklärungskraft. Das ist ganz wichtig. Es ist jetzt nicht so, dass man so einen Block hat, sondern es sind teilweise auch unterschiedliche Gruppen, die auf diesen Wegen eben tatsächlich sexistische Haltungen entwickeln und antifeministische Haltungen entwickeln. Und ein zweiter Punkt ist, was man sehen kann, eine Differenz, die wir auch letztes Jahr schon hatten. Wir merken sozusagen, dass der Antifeminismus etwas stärker politisch aufgeladen ist als der Sexismus. Sie sind beide miteinander verbunden, sie sind also nicht ganz voneinander zu entkoppeln, aber es gibt doch ein paar kleinere Differenzen und die zeigen sich eben darin, wenn man diese Ergebnisse zusammenfasst, immer, dass der Sexismus ist sozusagen eine Vorstellung, die ich in einer Gesellschaft habe, die auch durchaus rückwärtsgewandt ist und die natürlich dann auch eine Wirkung für den Antifeminismus hat. Aber es gibt eben auch andere Wege, antifeministisch zu sein. Und dies ist teilweise eben doch deutlich stärker da und dort politisch geprägt. Ein hegemoniales Männlichkeitsideal ist tatsächlich jetzt der stärkste Erklärungsfaktor, den wir haben, der auch ein bisschen erklärt, dass es sozusagen nochmal bestimmte Männergruppen gibt, vor allem Männergruppen, weil nicht nur, wie wir vorhin ja gesehen haben, die aufgrund dieses Ideals eben einen sehr ausgeprägten Antifeminismus aufweisen. Soziale Dominanzorientierung natürlich, nachdem, wie ich es vorhin erklärt habe, auch ein starker Faktor, während jetzt zum Beispiel andere Faktoren zurücktreten. Und vielleicht noch ein Hinweis eben auf dieses Politische, wenn wir auf die Verschwörungsmentalität schauen, da sehen wir das nochmal relativ deutlich. Die ist für den Antifeminismus ein durchaus starker Faktor, während sie für den Sexismus deutlich geringer ausfällt. Und das deutet eben auch nochmal auf dieses Politische, auf das Diskursive auch durchaus hin, was beim Antifeminismus stärker zum Tragen kommt. Nächste Folie bitte. Ups, das ist sozusagen, da brauchen wir nochmal klicken. Das ist sozusagen auch gleich. Ja, ganz besonders klug gemacht. Das ist jetzt eigentlich nichts anderes, als was Sie gerade gesehen haben, nur in eine andere Form überführt, dass man es einfach mal so vor sich hat. Und letztendlich mit dem Set, ich hatte es zwar schon gerade erwähnt, dass wir eben eine Entwicklung haben, wenn wir drauf schauen, dass gerade letztes Jahr sozusagen männlich zu sein erstmal für sich der stärkste Faktor war in der Erklärung. Das ist dieses Jahr nicht der Fall. Es ist deswegen nicht der Fall, weil wir eben gerade mit dem Konzept der Hegemonialgewalt von Männlichkeit eine inhaltliche Erklärung hinzugenommen haben, die sehr, sehr viel aus dieser Erklärung herausnimmt. Und das ist ja typisch für die Beschreibung, die ich Ihnen gerade für diese Vorgehensweise etwas gemacht habe. Und dass wir aber auch eben mit der dogmatischen Religiosität nochmal eine andere Gruppe auch fassen, die nicht, weil sie Männer sind, sondern weil sie einfach sozusagen ein hohes, also sozusagen eine hohe dogmatische bis hin zur fundamentalistischen
Verständnis von Religiosität haben, sozusagen antifeministische Überzeugungen ausprägen. Das ist, glaube ich, durchaus wichtig, dass man sich das vor Augen führt. Und einige Faktoren, die ich hier durchgestrichen habe, sind sozusagen jetzt hier rausgefallen. Die wichtigsten sind eben die hier oben stehenden. Und man merkt tatsächlich beim Antifeminismus, dass doch die Prägung auch etwas stärker sozusagen durch den politischen Sektor kommt. Ansonsten aber merken wir auch durchaus natürlich Nähen, die hier stehen. Nächste Folie bitte. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was bedeutet das? Also wir hatten jetzt sozusagen diese Erklärungsfaktoren, die doch, finde ich, relativ nicht nur relativ stabil sind, die sind relativ stabil und die sind sehr, sehr deutlich auch. Wir haben aber natürlich das Argument der sogenannten Brückenideologie aufgefächert. Hier sehen Sie auch, wie wir zu sozusagen solchen Überlegungen kommen. Gerade das hier, was Sie so hier rechts oben sehen, ist ein sehr schönes Beispiel. Die Ehe bleibt Ehe. Hier gibt es auch noch was gegen die Frühsexualisierung und weiteres. In diesem Kontext finden Sie eben genau die Kräfte, über die wir gesprochen haben, wieder. Daran beteiligt sind rechte Gruppierungen, daran beteiligt ist die Partei, die wir hier links unten sehen. Daran beteiligt sind aber auch zum Beispiel christliche, eben dogmatische Orientierungen. Kann man sehr schön sehen, wer diese Veranstaltungen anmeldet. Da wird deutlich, dass wir es eben aus einem quasi antimodernen Bündnis zu tun haben, das sich auf einmal entwickelt von durchaus unterschiedlichen Richtungen aus. Nächste Folie bitte. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass Antifeminismus quasi in der Tat auch für gerade bestimmte Gruppen und für bestimmte Bilder sozusagen eine zentrale Rolle spielt. Besonders stark haben wir das eben mit dem Rechtsextremismus, nicht überraschend. Wir hatten das vorhin uns ja einzeln angeschaut. Deswegen sind die Werte hier jetzt, weil viele andere Faktoren hinzukommen, etwas niedriger. Was wir aber hier sehen, ist eben tatsächlich, dass also Rechtsextremismus sehr, sehr stark auf antifeministische Überzeugungen zurückgreift, um damit eben tatsächlich auch breitere Gruppen in der Bevölkerung sozusagen anzusteuern. Und man sieht auch, dass es bei der Wahl der AfD durchaus ein Bezugsbild ist, nicht in der gleichen Stärke, aber überall haben wir sozusagen signifikante Effekte neben anderen Effekten, die hier vorhanden sind. Vielleicht so als ein Punkt, dass man vielleicht auch nochmal mit Bezug auf Religiosität eine Differenz sieht, weil das hier sehr schön gerade bei der Rechtsextremismus-Skala nochmal zu sehen ist. Wir haben hier einen massiven Effekt sozusagen des dogmatisch-fundamentalistischen Religiosität, die sich positiv für Rechtsextremismus sozusagen auswirkt, während dadurch eben Menschen, die religiös sind, aber nicht dogmatisch religiös sind, deutlich stärker gegen Rechtsextremismus eingestellt sind. Damit wird deutlich, dass man sicherlich sehr genau auch die Gruppen sich anschauen muss. Und das bedeutet natürlich auch gerade, dass man in sozusagen sowas wie Kirchen oder auch in anderen Organisationen immer einen genauen Blick hinwerfen muss, welche Gruppen man dort hat. Daneben gibt es noch eine ganze Zahl, also nicht eine ganze Zahl ist eigentlich zu viel gesagt, gibt es einige noch weitere Faktoren, die uns jetzt in dem Zusammenhang gerade mal nicht so weiter interessieren. Wichtig ist uns an dieser Stelle nur zu sagen, selbst wenn wir es durch sehr viele andere, auch wirkmächtige Faktoren, die Sie hier drin ja sehen, versuchen dann rechtsextreme Einstellungen, die bei all der AfD oder auch ein geschlossenes rechtsextremes Weltbild zu erklären, sage ich jetzt mal, Antifeminismus hat immer einen eigenständigen Effekt darauf und ist dementsprechend ein wichtiger Faktor in diesem Zusammenhang. Nächste Folie bitte. Damit kommen wir tatsächlich auch schon zum Schluss. Wenn ich es mal so kurz knapp zusammenfasse, was die Ergebnisse der Studie sind, die wir Ihnen vorgestellt haben. Zum einen ist es so, dass Antifeminismus wie auch Sexismus in der deutschen Bevölkerung präsent ist. Wir haben 25%, dabei ist wichtig zu sagen, 25%, die ein doch schon relativ überzeugtes Bild hat, also dass man einzelnen Aussagen zustimmt, ist hier drin noch nicht mal berücksichtigt. Antifeminismus und Sexismus sind durchaus eng verbunden, aber sie sind nicht dasselbe. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Also Antifeminismus ist durchaus politischer geprägt und wird auch politischer eingesetzt. Was nicht bedeutet, dass nicht sexistische Einstellungen da auch mal ganz locker mitkommen, weil sie eben doch tatsächlich auch bei Personen mal sich überschneiden. Es bestehen auch Beziehungen zu anderen Formen der Abwertung. Das hatte ich Ihnen ja gezeigt. Vor allem natürlich zur sozusagen Feindlichkeit gegenüber Homosexuellen, auch gegenüber anderen Gruppen, aber besonders aufgefallen war gegenüber Homosexuellen und auch interessant natürlich die Beziehung zum gerade primären Antisemitismus. Als zentrale Faktoren, die wir natürlich auch von der Theorie her abgeleitet haben, aber das bedeutet ja nicht unbedingt, dass es in der Empirie dann klappt, dass damit was funktioniert,
Da haben wir allerdings tatsächlich diesmal das Glück gehabt, dass es tatsächlich, oder meine, ob es ein Glück ist, ist eine andere Frage, was inhaltlich deutet. Aber sagen wir für uns als rechentechnische Menschen das Glück gehabt, dass die Modelle und die Ideen, die jetzt eingebracht wurden, tatsächlich uns einen Erklärungswert geben. Und es zeigt sich, dass eben gerade das hegemoniale Männlichkeitsideal tatsächlich eine starke Erklärungskraft aufweist. Damit kann man durchaus nicht wenig erklären. Auch eine rechte Ideologie ist bedeutsam und auch ein fundamentalistisch-dogmatisches Verständnis von Religiosität kann uns eine eigenständige Erklärungskraft für Antifeminismus bieten und zeigt uns, dass eben tatsächlich unterschiedliche Wege, die sich manchmal treffen können, aber durchaus erstmal aus einem unterschiedlichen, sozusagen aus einer unterschiedlichen Erklärung kommen, zum Antifeminismus führen können. Und damit ist es in der Tat aus unserer Sicht eben eine Brückenideologie und zwar in ganz unterschiedlicher Art und Weise. Einerseits zwischen einer rechtsradikalen Bevölkerung und konservativen, in Anführungsstrichen, Bevölkerungsteilen. Andererseits aber eben auch eine Brückenideologie zwischen durchaus unterschiedlichen Gruppen, die mit unterschiedlichen Motivationen, sage ich mal, zum Antifeminismus kommen. Und damit danken wir für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns auf Ihre Fragen. Ja, vielen Dank für den erstmal tollen Überblick über die Ergebnisse der Studie. Sie haben jetzt die Gelegenheit, Ihre Fragen loszuwerden. Ich schlage vor, dass wir als erstes nochmal uns auf Verständnisfragen konzentrieren und dann im Weiteren auf weitere Fragen, die sich daraus ergeben. Wir haben im Fragen- und Antwort-Tool, bitte nutzen Sie das oder melden Sie sich bitte mit der Handheben-Funktion. Schon eine Frage zu der einen Folie, wo es um das Thema Religionsgemeinschaften ging, ist zum Judentum nicht gefragt worden bei den Religionsgemeinschaften und Antifeminismus oder warum ist das da nicht erwähnt, ist eine Frage. Kann ich übernehmen. Es ist ganz einfach, natürlich ist zum Judentum gefragt worden, auch zum Buddhismus und was auch sonst es Schönes gibt. Der entscheidende Punkt ist, in einer Repräsentativbefragung ist die Gruppengröße so klein, dass es überhaupt nicht statthaft wäre. Also wenn Sie als jüdische Person die Chance hätten, dabei zu sein, würden Sie das Bild der Jüdin in Deutschland bestimmen quasi, weil Sie damit 50% ausmachen in der Befragung. Das ist der einfache Grund. Wäre natürlich auch interessant, aber da muss man spezielle Befragungen machen, ganz einfach. Ja, vielen Dank. Wir haben schon die erste Wortmeldung von Verena Unger. Das dauert jetzt ein paar Sekunden, bis Verena Unger dann auf die Bühne geholt ist. Da kurze Geduld bitte. Und dann auch bitte die Kamera einschalten, damit wir sie sehen können. Und auch das Mikrofon bitte einschalten. Ich hoffe, Sie können mich hören. Ja, wir können Sie hören. Prima. Ja, hallo. Ich schaue aus Wien zu, aus Österreich. Vielen Dank für den spannenden Vortrag. Ich habe zwei Fragen, die man tatsächlich als Verständnisfragen einstufen könnte. Das eine ist, ich bin an einer Schule, die einen hohen Wert auf Gleichstellungsarbeit legt, schon seit vielen Jahrzehnten und habe mich früher schon mit dem Thema Antifeminismus sehr beschäftigt. Da gab es einmal einen sehr spannenden Sammelband, der hieß Die Maskulisten. Mit dem habe ich früher gearbeitet und jetzt habe ich aber schon länger eigentlich dazu nichts Aktuelles gemacht und wollte Sie fragen, ob Sie für mich als Pädagogin und für die Arbeit mit älteren Schülerinnen und Schülern eine Literaturempfehlung hätten. Ich könnte was denken. Ach, Fiona, du musst anmachen, Fiona. Du bist aus. In was für eine Richtung sollte das denn gehen? Also ich unterrichte Deutsch und man kann sagen Gesellschaftskunde, also es interessiert mich schon vor allem auch dieser politische Aspekt und der autoritäre Aspekt. Ja. Und das sind halt 18, 19-jährige Schülerinnen und Schüler, also das kann man schon durchaus, das sollen Matura-Fragen dann einmal werden, ja, sozusagen. Also vielleicht die einfachste Variante ist, Sie schicken mir mal und Fiona vielleicht eine Mail und dann können wir Ihnen tatsächlich, ich aus dem Kopf heraus, wenn ich Ihnen jetzt was zitiere, dann schicke ich es Ihnen irgendeine Irre, denn so viel ist ja in meinem Kopf nicht mehr drin. Aber ich kann Ihnen es gibt zwei, glaube ich, ganz gute Sammelbände, wir würden uns wahrscheinlich da auch schnell einigen, in denen sehr, sehr viel gute Sachen drin sind, finde ich, mit denen man gut arbeiten kann. Der eine ist ein bisschen unglücklich mit Antigenderismus, zwar überschrieben, behandelt aber doch gerade in mehreren Beiträgen sehr, sehr gut Antifeminismus. Also da kann man also gut mit relativ aktuellen Sachen auch was anfangen. Schreiben Sie uns einfach eine Mail. Vielen Dank.
Ja, das ist, glaube ich, auch gut. Ansonsten ist auch eine Option, wirklich in unser Kapitel mal in die Literaturliste reinzuschauen und auch gucken, was interessant klingt, weil es gibt zum Beispiel ganze Bücher, die sich damit befassen, und dann kann man sich ein einzelnes Kapitel raussuchen, wenn man das mit den SchülerInnen lesen will, oder es gibt eher so Definitionsversuche, eher, ich sag mal, empirische Darstellungen, eher Texte, die sich theoretisch damit befassen. Also es gibt ja wirklich ganz, und also die Spannbreite ist sehr groß, und genau, deswegen schreiben Sie uns gerne eine Mail oder gucken nochmal in unser Literaturverzeichnis. Vielleicht ist da auch noch was Spannendes mit dabei. Ja, vielen Dank. Und die zweite Frage war die, vielleicht habe ich es auch in Ihrem Vortrag überhört, aber was ich so in Erinnerung habe beim Antifeminismus, ist ja nicht nur, dass es sich gegen Frauen wendet, sondern ja eben auch gegen die nicht hegemoniale Männlichkeit. Also es geht ja auch ganz stark einher mit der Abwertung von Männerbildern, die nicht dem hegemonialen Bild entsprechen. Und das finde ich eben auch so interessant, wahrscheinlich auch im Unterschied zu Sexismus. Habe ich das richtig verstanden? Das ist durchaus richtig, ja. Okay, danke. Ja, vielen Dank für die Fragen. Im Fragen- und Antwort-Tool ist auch noch an Sie gerichtet ein kleiner Link eingestellt worden für eine Fortbildung, die möglicherweise interessant für Sie sein könnte. Wir haben jetzt auch schon weitere Fragen in dem, also Verständnisfragen bzw. Erweiterungsfragen. Das eine ist, das ist, glaube ich, auch gerade ein bisschen zu kurz gekommen noch, ob Sie noch was zum Ost-West-Vergleich sagen können, also welche relevanten oder nicht relevanten Unterschiede es da gibt. Und das Zweite, es geht um die Frage, ob auch verschiedene soziale Settings abgefragt worden sind, also zum Beispiel Zugehörigkeit zu Sportvereinen, wie das in der aktuellen Mittelstudie der FES drin ist, oder Fußballkontext. Und gerade in Bezug auf die Folie der hegemonialen Männlichkeit könnten hier interessante Hinweise kommen. Und diese Frage kommt von Nina Reif, Netzwerk Sport und Politik. Und die erste Frage zum Ost-West-Vergleich von Thorsten Nagel. Genau. Also, ich glaube, beim Ost-West-Vergleich, soweit ich das in Erinnerung habe, ich müsste das aber, glaube ich, auch nochmal nachgucken im Kapitel, ist, es hat keinen Effekt. Es hat keinen Effekt, und deswegen ist das gar nicht drin. Wir haben das schon, also es wird ja standardmäßig auch mit überprüft, aber da lassen sich keine großen Unterschiede finden. Also es gibt auch, was die zum Beispiel diese Zusammenhangsanalysen angeht, diese Beziehungsanalysen, also die Muster sind auch, die waren auch 2020 schon quasi gleich gewesen. Wenn jemand dogmatisch religiös ist, ob im Osten oder im Westen, da gibt es natürlich, können Sie sich denken, im Westen ein paar mehr als im Osten, aber gleichwohl, der Effekt ist quasi immer derselbe. Und von der Verteilung war es tatsächlich so, wie Fiona ja gerade gesagt hat. Es gibt halt unterschiedliche Gruppen. Weil was man schauen könnte, was wir nicht gemacht haben bislang, ist tatsächlich, ob unterschiedliche Gründe, sozusagen was die Höhen angeht, noch weiter. Aber das ist ein bisschen komplexer jetzt auch. Und die Settings, das wüsste ich jetzt nicht. Ich glaube, da sind keine drin. Sozusagen unterschiedliche Settings wurden jetzt nicht nochmal extra abgegangen an dieser Stelle. Aber das ist wahrscheinlich auch eher was wahrscheinlich in der qualitativen Forschung auch eine größere Rolle spielt, denke ich mal, Fiona, bei euch. Ihr habt ja da sozusagen noch ein paar Zugänge vor Ort. Ja, obwohl das bei uns auch gerade gar keine, also so die Settings in der Form auch keine Rolle spielen. Genau, aber das wurde nicht mit befragt. Okay, ja. Vielen Dank. Es gibt auch schon zwei weitere Wortmeldungen, aber zunächst vielleicht noch zwei kurze Verständnis- oder Erweiterungsfragen. Einmal, ob auch andere nach anderen Parteien gefragt worden ist, ob es da signifikante Aussagen zu gibt. Und ob es vielleicht spannende, unerwartete negative Korrelationen gab. Unerwartete negative Korrelation. Ob die jetzt unerwartet sind, da bin ich mal vorsichtig. Also was ich extra schon noch gezeigt habe, war tatsächlich, dass man noch diese Differenz zwischen Religiosität und zwischen dieser dogmatischen Religiosität gesehen hat. Mhm. Weil das bedeutet, es sind in der Regel jetzt nicht unbedingt die Mitglieder einer
Religionsgemeinschaft, die überwiegend antifeministisch sind oder sexistisch, sondern es ist eher so, dass es bestimmte Gruppen dort drin sind. Allerdings bei Sexismus muss ich das jetzt einschränken, da sind es tatsächlich teilweise in den Religionsgemeinschaften sozusagen Mehrheiten. Wenn Sie das vorhin gesehen haben, beim Antifeminismus ist das ja nicht der Fall. Da sind tatsächlich nur Personen, die dogmatisch fundamentalistisch sind. Das war also etwas, wo man, wenn Sie schon negative Korrelationen ansprechen, sowas sehen kann. Und das Zweite ist eher, wo man wenig Korrelation findet, wo man jetzt vielleicht immer was erwarten würde. Gut, ich habe das letztes vor 2 Jahren schon gemacht, dementsprechend bin ich nicht mehr so überrascht vielleicht wie beim ersten Mal. Da habe ich aber auch kurz darauf verwiesen, also Bildung hat ganz geringe Effekte. Das ist ein bisschen ernüchternd, gerade für Bildende immer so ein bisschen, man sagt, naja, eigentlich müssen wir doch erwarten, dass da mehr sich tut. Aber ich glaube, wenn man es nicht spezifisch macht, also rein durch, auf Bildung zu hoffen, ist tatsächlich dann etwas zu wenig. Das vielleicht als überraschende Sachen. Das waren die Parteien. Ich vermute, Sie meinen politische Parteien, nehme ich mal davon raus. Wir haben das jetzt, glaube ich, nicht präsentiert. Ich glaube, im Buch haben wir es auch nicht gemacht, sogar. Ich habe es zwar mal gerechnet, nicht, dass ich das sagen könnte, und ich kann mir auch beim letzten Mal entsinnen. Also es gibt in der Tat eine Verteilung, die Sie wahrscheinlich tatsächlich ein bisschen vermuten. Ist jetzt blöd, wenn man die Zahlen nicht dabei hat gerade, aber es gibt eine Partei, die vorhin sich ja auch positioniert hat, sage ich mal, in der sind die Werte am höchsten. Das kann ich klar sagen. Ich kann Ihnen aber jetzt keine Prozentzahl aus dem Kopf hinaus sagen, das wäre unstatthaft. Und es ist tatsächlich so, dass es gibt eine Partei, bei der es am niedrigsten ist, und das kann ich sagen, das sind die Grünen. Das, zwischen diesen beiden Parteien, die schon allerdings in vielen anderen Punkten ja auch so ein bisschen die Kontraste widerspiegeln, kann man hier auch finden. Ja, vielen Dank. Jetzt gehen wir mal wieder zu den Wortmeldungen. Ich habe zunächst Gitz-User, die Person, ich weiß nicht, wer sich dahinter verbirgt, bitte auf die Bühne holen und bitte schalten Sie Ihr Mikrofon und auch Ihre Kamera an. Das dauert im Bier. So, Sie sind noch gemutet, also ja, bitte. Ja, sehen Sie mich auch? Also mein Name ist Daniel Hausmann. Wir sehen Sie nicht, aber wir hören Sie zumindest. Okay, eigentlich sollte die Kamera an sein, aber gut, dann mache ich es mal so. So, ja genau, ich bin von der GIZ und arbeite da unter anderem auch im Gender-Bereich, also sozusagen als Teil von meiner Tätigkeit. Und ich stoße oft sozusagen auf Probleme, wenn ich jetzt Gender-Fragen direkt adressieren möchte. Deshalb wollte ich die Frage an Sie richten. Können Sie aus Ihrer Studie irgendwie ableiten, wie man so ein bisschen über Bande spielen kann? Also über welche Einstellungen, die jetzt nicht sozusagen Gender oder Feminismus direkt adressieren, kann man denn positive Auswirkungen auf, sagen wir mal, pro-Gender oder pro-feministische Haltungen erwirken? Das wäre meine Frage. Vielleicht muss ich dann an einer Stelle noch nachfragen, aber ich versuche es mal. Also wir hatten zum Beispiel 2020, hatten wir noch 2, 3 andere Items drin, die wir dann ein bisschen loser als Pro-Feminismus gedeutet haben, wobei das tatsächlich so ein bisschen aus dem Handgelenk war. Das muss man leider ehrlicherweise sagen. Wir sind jetzt diesmal deutlich stärker theoretisch orientiert rangegangen. Da konnte man tatsächlich so eine gewisse, ich würde es mal vielleicht Awareness nennen oder Sensibilität, anders kann man es vielleicht nicht bezeichnen, für eine Problemlage gesehen. Das ist jetzt aber noch nicht etwas, was bewirkt. Das muss man sich auch klar sein. Aber das war immerhin beruhigenderweise doch nicht so wenig. Also das gibt ein wenig Hoffnung, sage ich jetzt mal in der Richtung. Ich weiß jetzt, wenn es auf die Erhebung gezielt hat, die Erhebungsform, das funktioniert eigentlich erstaunlich gut. Weil ich glaube, durch die Debatten, die wir jetzt auch hatten, man hat ja auch gesehen, dass es ja sehr öffentlich sozusagen auch politisch genutzt wird, trauen sich Leute durchaus, das zu sagen, was sie davon halten. Das ist, glaube ich, wäre vielleicht vor 15 Jahren anders gewesen. Oh, das kannst du gar nicht fragen. Aber das ist, glaube ich, auch der Entwicklung der Gesellschaft geschuldet, dass man durchaus denkt, dass man auch sagen kann, okay, meiner Meinung nach haben da Frauen nichts verloren. Oder beziehungsweise das, was wir sozusagen in der Richtung gefragt haben. Ich halte das für durchaus aussagekräftig. Und ich glaube, diese Scheu, also eine Scheu davor, sowas zu sagen, ist tatsächlich etwas verschwunden. Man darf ja auch nicht vergessen, dass solche Auseinandersetzungen mittlerweile sehr, sehr öffentlich getragen werden. Manchmal wird es ja sogar plakativ vor sich hergetragen.
Also das funktionierte eigentlich jetzt ganz gut und vor allem es funktionierte deswegen ganz gut, also nicht nur, weil ich das jetzt sage und weil ich denke, die Ergebnisse sind gut, sondern weil eben diese ganzen Bezüge zu anderen Bereichen, die wir dazugenommen haben, eigentlich relativ gut bestätigen, dass man was hat, was auch tatsächlich Antifeminismus abbildet und was tatsächlich auch Sexismus abbildet. Also Sie haben mich immer so gehört, wenn ich diese kleinen Differenzen jetzt genommen habe, aber das ist ja auch ein starkes Zeichen, dass es auch zwei Sachen sind, die tatsächlich unterschiedlich sind. Und Fiona hat vorhin ja auch gesagt, wir haben 2020, ich habe es, glaube ich, jetzt zu 22 auch nochmal durchlaufen lassen, es funktioniert genauso. Man kann über so ein technisches Verfahren, Faktorenanalyse, relativ gut bestimmen, dass die unterschiedlich sind. Und das sind ja Feinheiten, die man erstmal gar nicht so im ersten Moment erwarten würde, als Empiriker zumindest nicht, sage ich jetzt mal. Also theoretisch könnte man es immer annehmen, aber dass es tatsächlich sich so bildet, das ist das Erstaunliche. Und das zeigt, dass man es eigentlich doch ganz gut erwischt. Ob Sie es überzeugt, weiß ich jetzt nicht. Und ob ich jetzt Ihre Frage ganz genau getroffen habe, weiß ich leider auch nicht. Aber das können Sie jetzt ja sagen. Ja, nee, das ist schon okay. Ich würde nicht so viel Zeit einnehmen und dann lieber den Raum für die anderen lassen. Okay. Ja, vielen Dank. Dann als nächstes holen wir Ruth Hess auf die Bühne. Ach ja. Und wir haben auch noch ein paar andere, noch mehr Fragen in unserem Tool. Also das geht uns nicht aus. Wir werden aber, auch das jetzt schon mal ein Hinweis auf das Ende der Veranstaltung, was um 19.30 Uhr sehr pünktlich sein wird. Also wir werden möglicherweise nicht alle Fragen und auch nicht alle Beiträge dann auch wirklich hier auf die Bühne holen können. Aber Sie werden im nächsten Jahr Gelegenheit haben, bei einer Fachtagung, die wir noch machen werden zu der Studie und zu Ergebnissen, da Gelegenheit haben. So, jetzt Ruth Hess. Ja, guten Abend in die Runde aus Hannover. Ich habe zwei Fragen. Zum einen habe ich als Mitarbeiterin der Evangelischen Kirche in Deutschland erfreut festgestellt oder wahrgenommen, dass in der einen Regressionsanalyse die subjektive Religiosität sich nicht signifikant auf Sexismus und sogar mindernd auf Antifeminismus auswirkt. Da interessiert mich natürlich, wie Sie diese subjektive Religiosität erfasst haben. Und die zweite Frage ist, ob Sie noch was sagen können, was ein bisschen über Antifeminismus und Sexismus hinausgeht, nämlich wie sich die Einstellung seit 2020 zur Transgeschlechtlichkeit entwickelt haben. Ein Feld, das ja sehr stark politisiert worden ist in just diesen 2 Jahren. Und das wäre natürlich spannend zu sehen, ob sich da was tatsächlich verändert hat. Gut. So, ich bin also frech, das zu übernehmen, weil die subjektive Realität sicherlich von mir kommt. Das ist eine schlichte, einfache Selbstabfrage von subjektiver Realität. Ich glaube, mit 7 Positionen, es können 7 oder 10 sein. Das kann ich gerade aus dem Kopf nicht raus sagen. Also diese klassische Form ist das, eine Einzelfrage. Also nicht sozusagen das komplexere Design, wie es zum Beispiel Stefan Huber verwendet, ne? Aber es kommt sehr ähnlich. Ich habe mal 2020 die beiden aneinandergelegt. Das kommt dann doch auch sehr ähnlich raus. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, da liegt man völlig falsch, denke ich jetzt mal. Es ist auch plausibel. Auch 2020 mit einem komplexeren Design kommt man relativ ähnlich raus. Also das gibt tatsächlich, das gibt Sinn irgendwie auch, denke ich mal. Was die Transfeindlichkeit angeht, ehrlich gesagt, sozusagen in der Hauptstudie der LAS ist die eigentlich nicht drin. Das ist jetzt die halbe Wahrheit, weil im zweiten Teil der Wahrheit ist es so, dass wir sozusagen eine Begleitstudie drin haben aus einem anderen Projekt, das aparterweise meine Frau leitet. Und da haben wir allerdings auch nur ein Item zur Transfeindlichkeit drin. Aber deswegen kann ich jetzt, das habe ich tatsächlich nur kurz angeschaut. Ich habe nicht geschaut, ob es Linien oder sowas gibt in der Entwicklung. Wäre aber tatsächlich zukünftig durchaus naheliegend, das ein bisschen stärker ins Auge zu fassen, als es bisher sozusagen der Wert war. Wir müssten auch 2020 nochmal schauen. Da hatten wir in der Extra-Befragung, glaube ich, auch zwei Items, aber auch nicht viel. Also viel die sind ist nicht das singulär, ja. Die sind nicht singulär erfasst in der Verteilung. Also wie viel. Genau. Wie häufig da Zustimmungswerte sind. Genau. Zur Transfeminismus-Aussage. Ja. Also ich kann mal nachschauen und kann es schicken. Ne? Das wäre toll. Dankeschön. Genau. Die E-Mail habe ich ja. Gut, vielen Dank auch für die Fragen. Jetzt kommt Tarik Kandil auf die Bühne.
Und möglicherweise können wir das Thema Transfeindlichkeit auch bei der Fachtagung dann nochmal vertiefen, je nachdem, welche Untersuchungsergebnisse ihr dann noch zu vielleicht auch einbringen könnt. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Mein Name ist Taikan Dil. Und ich hätte Sie gerne noch etwas gefragt, weil was mir aufgefallen ist, dass es zwischen Menschen in der Stadt leben und Menschen mit einem geschlossenen rechtsextremen Weltbild eine negative Korrelation gibt, aber keine. Ja, man versteht Sie nicht gerade. Irgendwas. Vielleicht das Mikrofon gerade anders. Eigentlich nicht. Jetzt ist es wieder besser. Okay, ich habe mich gewundert, dass es zwischen Menschen, die in der Stadt leben, und Menschen mit einem antifeministischen Weltbild keine Korrelation gibt, aber zwischen Menschen, die ein geschlossenes rechtsextremes Weltbild haben und die in Städten leben, eine negative Korrelation. Ich wollte Sie fragen, ob Sie dazu noch etwas erläutern können, ob Sie dazu Erklärungsansätze haben oder Ähnliches. Ja, also man muss sich klar sein, dass bei dem Blick auf Rechtsextremismus ja sozusagen etwas anderes im Spektrum steht. Das kann ja völlig unabhängig von Antifeminismus agieren. Dass man quasi einen Effekt hat in der Richtung, dass quasi in ländlichen Gebieten Rechtsextremismus oder, richtig gesagt, rechtsextreme Einstellungen etwas häufiger sind. Das ist kein großer Effekt, wenn ich das richtig nochmal in Erinnerung habe, etwas häufiger sind als im städtischen Bereich. Das ist ein Effekt, der durchaus unabhängig von Antifeminismus passieren kann. Für den Antifeminismus macht das scheinbar erstmal keine so großen Rollen, vor dem Hintergrund immer der Sachen, die wir natürlich beobachtet haben. Möglicherweise könnte es sein, das wäre ich versucht zu erklären, dass man sagen kann, okay, zwischen Stadt und Land gibt es so kleine Unterschiede, die werden nicht gewaltig sein. Aber wenn ich sozusagen Konzepte wie hegemoniale Männlichkeit reinnehme, dann verschwinden die. Oder wenn ich dogmatische Religiosität reinnehme, das ist zum Beispiel ein viel besseres Beispiel, weil die ist nämlich viel eher im ländlichen Raum als im städtischen. Dann nimmt die den Effekt raus, weil es eigentlich gar nicht darum geht, dass der im Land ist, sondern es geht einfach darum, dass dessen Religiosität sozusagen, sagen wir mal, dogmatischer ausgerichtet ist. Und das ist dann der Effekt. Und das bedeutet, deswegen sieht man auch natürlich dann nichts. Das ist genau, warum wir diese etwas komplexeren Modelle machen. Weil man hätte jetzt, könnte sagen, schauen Sie her, im Land, da sieht es ganz schlimm aus. Jetzt hängt das aber jetzt nicht unbedingt mit dem armen Land zusammen, sondern damit, dass einfach dort die Leute dogmatischer sind, dass die Leute dort möglicherweise hegemoniale Bilder aus Großfamilien stärker anhängen, weiß der Teufel was. All dieses sind dann die richtigen Erklärungsgründe. Ne? Deswegen sozusagen diese Bewegung auch immer an dieser Stelle ein bisschen. Also auch für den Antifeminismus macht es tatsächlich jetzt erstmal nicht sehr viel aus. Oder eigentlich erstmal nichts. Und es kann auch sein, dass es eine andere Gelegenheitsstruktur gibt. Das ist quasi das Feindbild des Feminismus, das ist ja viel präsenter in der Stadt. Und so kann sich auch die Gegenbewegung und die organisierte Gegenbewegung findet dann genauso in der Stadt statt wie auf dem Land. Also weil es da eben auch eine Gelegenheitsstruktur gibt. Also das ist auch eine Möglichkeit, dass sich das dann in der Stärke nicht so unterscheidet. Ja. Ich hätte mich nur gewundert, weil es sich für mich erstmal kontraintuitiv anfühlt, aber dann muss ich da nur ein Weltbild dekonstruieren. Ich hätte auch nur die Frage gefragt mit den Parteien, gibt es da die Möglichkeit, dass sie das nachreichen könnten? Das würde mich schon interessieren, welche Korrelation es da gibt. Ja. Ja, ja. Ist das nicht in der 2020er sogar auch mit abgebildet? In der 2020er ist es auf jeden Fall drin. Ich kann es im Buch nachlesen, aber ich glaube, so viel Zeit haben wir jetzt nicht. Einfach mal, das ist ja verfügbar. 2020, wenn Sie das schon finden, das wieder. Und ich schaue aber tatsächlich nochmal für 22, schauen wir das sicherlich auch nochmal jetzt nach. Haben wir jetzt doch, komischerweise mache ich es eigentlich immer, aber es ist so häufig im Buch, dass wir gedacht haben, wir müssen nicht zum 15. Mal. Weil das Muster, das ich vorhin erzählt habe, das ist ein relativ typisches Muster, das tatsächlich über verschiedene solcher Indikatoren immer wieder auftaucht. Wir haben immer sozusagen die niedrigsten Abwertungswerte bei den Grünen und wir haben die höchsten bei der Partei, die nicht genannt wird. Und der Rest gruppiert sich dazwischen, manchmal tatsächlich auch ein ganz klein bisschen überraschender. Deswegen macht es doch immer eigentlich so Sinn, gerade was die Parteien dazwischen angeht, mal ein bisschen drauf zu schauen. Das machen wir mal. Danke. Der Link zu den älteren Studien ist auch gerade in den Chat gestellt worden. Da können Sie dann sich direkt auch nochmal, wenn Sie mögen,
informieren. Ich habe jetzt noch zwei Fragen, die auch so direkt in die Studie gehen, und dann können wir vielleicht auch noch mal ein bisschen in Richtung Fazit gehen. Was ziehen wir eigentlich daraus? Die eine Frage ist hier, gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen bei der Thematik zu Antifeminismus? Da ist ein bisschen was drin gewesen, und zwar recht deutlich, zumindest, ich glaube, im Osten. Und welche Gründe oder unterschiedliche Gründe, weshalb habe ich mich entweder als Mann oder Frau Sternchen für ein antifeministisches Gedankengut entschieden, wird hier von Lilly gefragt. Kannst du das nochmal, ich muss das nochmal mitlesen. Gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen, jeweils mit Sternchen, bei der Thematik zu Antifeminismus, unterschiedliche Gründe, weshalb ich mich entweder als Mann oder Frau für ein antifeministisches Gedankengut entscheide. Mhm. Ja, wir sind ja darauf eingegangen in der Präsentation. Also es gibt recht deutliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen, sowohl bei sexistischen als auch bei antifeministischen Einstellungen. Also ich glaube, dass die antifeministischen Einstellungen geschlossen, die liegen bei so 33% bei Männern, und bei Frauen sind es 19%. Also das ist schon ein deutlicher Unterschied. Man muss aber auch sagen, also, und das muss man auch hervorheben, es sind eben nicht nur Männer, die antifeministische Einstellungen vertreten. Es ist halt, bei den Männern sind es ungefähr ein Drittel, bei den Frauen sind es ein Fünftel. Und auf die Ursachen oder auf mögliche Ursachen sind wir ja auch ausführlicher eingegangen und haben die auch erhoben. Also das ein Konzept ist eben die hegemoniale Männlichkeit. Also tatsächlich ein bestimmtes kollektives Männlichkeitsideal, das eine antifeministische Einstellung begünstigt. Auf den Teil oder auf die Tatsache, dass auch Frauen sexistische und antifeministische Einstellungen vertreten, sind wir, glaube ich, in unserem Kapitel selbst nicht eingegangen. Aber man muss davon ausgehen, dass sie sich damit ja auch einer vorherrschenden Ordnung unterwerfen, wahrscheinlich auch in der Hoffnung, durch die Unterwerfung auch teilzuhaben an der Ordnung. Und eventuell auch Macht auszuüben. Also antifeministische Positionen können ja auch bestimmte Stellungen begünstigen in unserer Gesellschaft. Also falls ich es darauf beziehen sollte, man kann diese Regressionsanalyse natürlich für Männer und Frauen durchführen. Was relativ klar sein wird, ist hegemoniale Männlichkeit. Das ist sehr, sehr stark das ist sehr stark Mann geprägt. Aber wenn wir natürlich dogmatische Religiosität anschauen, das ist etwas, was natürlich tatsächlich für Frauen wie für Männer eine tragende Kraft sein kann. Weil eben, wenn ich sozusagen so ein überzeugtes literarisches, fundamentalistisches Verständnis der Bibel habe, das habe ich als Frau tatsächlich ein bisschen, mindestens in gleicher Weise. Und das kann mich auch dazu treiben, zu sagen, naja, ich möchte gar nicht, dass diese Veränderung stattfindet. Das, denke ich mal, wird sehr ähnlich geprägt. Aber wir können das tatsächlich nochmal extra anschauen, aber ich vermute, es wird wahrscheinlich so ungefähr rauslaufen. Und auch das Naturverständnis, auf das wir eingegangen sind, also dass es zum Beispiel eine Vorstellung gibt, also ein Sehnsuchtsort, in dem man irgendwie nicht im Widerspruch zu sich selber steht. Und das gilt ja für Frauen auch, also wo ich ganz natürlich Frau sein kann und nur meiner Natürlichkeit nach handeln brauche. Und dadurch eben auch keinen inneren Riss und keine inneren Widersprüche mehr verspüre. Dieser Sehnsuchtsort, der funktioniert ja für Frauen auch. Gut, vielen Dank auch dazu noch. Es gibt jetzt noch eine Frage, die sich darauf bezieht, wie Sie sich erklären, dass es antifeministischen und sexistischen Haltungen in den letzten beiden Jahren, dass es da eine Zunahme gegeben hat. Es sind ja andere Zustimmung, Haltung sind ja runtergegangen, gerade im Hinblick auf Rechtsextremismus, aber beim Antifeminismus ist das anders und beim Sexismus. Mhm. Haben Sie da eine Erklärung, eine Idee dazu? Ja. Ich kann kurz was dazu sagen, also, oder wir können ja beide antworten. Na, es gibt gezielte Agitation. Also das ist,
Also das ist sicherlich ein Grund, dass die extreme Rechte, also war natürlich nie feministisch oder profeministisch oder wie man das benennen will, aber dass sie das wirklich als eigenständiges politisches Kampffeld für sich entdeckt hat. Das ist sicherlich ein Grund, warum die Einstellungen angewachsen sind und genauso wie andere Nischen, also sowas wie Incels. Wie heißt denn dieser Starredner, dieser Antifeminist Jordan Peterson, ne? Ja. Ist ja auch so, also das sind ja diese organisierten Antifeministen, die haben einen Missionierungsdrang. Die gehen raus und wollen einfach, dass die Ideologie, dieses Weltbild sich weiter verbreitet. Und gleichzeitig gibt es noch nicht so ein ausgeprägtes Bewusstsein für die antidemokratische Gefahr, die ausgeht von antifeministischer Agitation. Das heißt, es gibt auch noch nicht so viel Gegenmobilisierung. Das wird so ein bisschen als Nischenthema abgetan. Und dadurch können antifeministische Akteure derzeit noch relativ ungestört auch ihre Propaganda betreiben. Ja, danke. Das führt mich zu der Frage, nämlich ja, Gegenstrategien. Wenn es nicht genug Gegenmobilisierungen gibt, und dazu kommt noch, Sie haben es bei Ihren Erklärungsfaktoren ein bisschen so beschrieben, dass es für die feministischen Einstellungen vor allen Dingen sozialpsychologische Faktoren eine Rolle spielen und sozialstrukturelle Faktoren ja viel weniger oder nachgeordnet. Was bedeutet das dann eigentlich jetzt aus Ihrer Sicht für den Umgang mit Antifeminismus? Also wie weit reicht Bildungs- und Aufklärungsarbeit und ja eigentlich welche Grenzen hat das? Das wäre für uns, die wir in der Bildungsarbeit unterwegs sind, auch ganz wichtig. Und aus einer politischen Perspektive wäre da natürlich auch die Frage, was bedeutet denn das eigentlich, wenn sozialstrukturelle Faktoren weniger eine Rolle spielen und wie muss Politik eigentlich dann gestaltet sein? Haben Sie dazu Ideen oder in welche Richtung es gehen müsste? Wo sollte Bildungsarbeit, wo sollte Politik vor allen Dingen hinschauen? Also ich sag's mal so, wenn ich meinen Daten glaube, was ich ja doch durchaus tue jetzt hier oder unseren Daten glaube, dann gibt es natürlich ein paar Punkte, wo man vielleicht ansetzen kann. Also das Erste natürlich, was Bildung angeht, tatsächlich ist es so, nur einfach Bildung allein reicht nicht. Also gezielte Bildung ist aber immer was anderes, was man dann das Thema tatsächlich sozusagen aufnimmt. Das andere hat eigentlich Fiona schon etwas verraten, quasi gerade dadurch, dass sie sagt, eben Gegenmobilisierung ist natürlich auch durchaus bedeutsam, dass man sichtbar macht, dass eben genau solche Bestrebungen nicht so nonchalant dann auch zum Beispiel bei Vorsitzenden anderer Parteien mal einfach so in die Rede einfließen, weil man das von früher sozusagen so ein bisschen gewohnt ist und dementsprechend damit das auch die Verbreitung noch erhöht. Und was ja ein sozusagen auch durchaus ein Befund war, den wir gesehen haben, ist, dass die Verschwörungsmentalität eine große Rolle spielt. Das ist meiner Meinung nach sowieso einer der mittlerweile stärksten antidemokratischen Faktoren, den wir haben. Und der ist tatsächlich relativ stark verkoppelt. Also da muss man sich sowieso generell Überlegungen machen. Jetzt ist natürlich das ein ganz besonders schwieriger Bereich, aber man muss natürlich stärker gegen Verschwörungserzählungen arbeiten. Und gerade in dem Bereich ist das vor allem, denke ich mal, sehr, sehr, sehr wichtig. Das sind so Punkte, die mir jetzt erstmal so aus den Daten einfallen würden. Fiona? Also ich habe vielleicht auch noch einen Punkt oder zwei. Also ich glaube wirklich, dass es auch um Aufklärung und Bewusstseinsschaffung geht für das antidemokratische Potenzial, das so antifeministische Bewegungen und Organisationen beinhalten. Und ich sage immer, oder ich finde immer, das klingt, also der Begriff ist manchmal so ein bisschen ungünstig, weil das so klingt, als würde es irgendwie so eine kleine feministische Randgruppe geben und dann gibt es noch so eine kleine antifeministische Randgruppe und die bekämpfen sich gegenseitig und eigentlich haben ganz viele Leute nichts damit zu tun. Aber ich glaube, es ist wichtig, wirklich zu verstehen, dass dort, wo der Antifeminismus stark ist, wo die antifeministischen Bewegungen stark sind, wo antifeministische Einstellungen weit verbreitet sind, dass man das als Indikator begreift dafür, dass dort in der Regel auch andere menschenfeindliche Einstellungen weit verbreitet sind, dass dort häufig extrem rechte Einstellungen weit verbreitet sind. Und andersherum
genauso, dass dort, wo extrem rechte Einstellungen weit verbreitet sind, in der Regel auch antifeministische Einstellungen weit verbreitet sind. Ja? Und dass man diesen Zusammenhang auch nochmal versteht und begreift, dass es sich wirklich auch um einen Indikator handelt für dafür, wie es auch um andere Minderheitenrechte steht. Und dahingehend muss, glaube ich, Aufklärungsarbeit betrieben werden. Es geht nicht einfach um eine Feindschaft gegenüber Feministinnen. Das Konzept ist viel mehr. Ja, vielen Dank. Also das wäre Aufklärungsarbeit in Richtung vor allen Dingen dann natürlich auch Politik und aktive Personen in der Zivilgesellschaft, dass sie das machen. Aber wir bewegen uns natürlich bei den Ressentiments auf einer Gefühlsebene. Und wir haben die Erfahrung natürlich auch in der Bildungsarbeit, dass man damit rationalen oder sachlichen Argumenten auch nicht andocken kann. Und wenn ich das richtig erinnere, hatten Sie auch in der Studie geschrieben, dass die Gefühle, politisch gehört zu werden und so einen gerechten Anteil am Lebensstandard erhalten zu können, dass das entgegenwirkt, dieser Verzahnung von autoritärem und antifeministischem Denken. Wäre das ein Hinweis so an die Politik und Zivilgesellschaft, auch zu sagen, wir müssen noch mehr Orte des Hörens und Gehörtwerdens und des Redens schaffen? Ist das aus Ihrer Sicht hilfreich, jetzt wenn man es sozialpsychologisch sich eher nochmal versucht, auf dieser Ebene zu bewegen? Also Hören ist grundsätzlich ja nicht schlecht. Also wenn man sozusagen Gelegenheitsstrukturen, wurden ja vorhin schon mal angesprochen, wenn man diese nutzt, auch wenn man es im zivilgesellschaftlichen Raum nutzt. Genau genommen ist es etwas, was von der Gesellschaft bis hin zur Politik zieht. Man muss tatsächlich bei diesen Themen, also diese Themen sozusagen, gerade Sexismus, sage ich jetzt mal, und dann geht's, der ist der Weg zum Antifeminismus, wie wir ja gezeigt haben, durchaus gar kein so ganz weiter. Das kommt relativ schnell mal vor. Das schleicht sich sozusagen in viele Gespräche dann doch auch mal ein. Und da muss man tatsächlich auch etwas Gegenwehr betreiben und das nicht nur sozusagen durchlaufen lassen, was ich glaube über viele, viele Jahre durchaus passiert ist. Und damit hat man sozusagen den Leon in der Politik, hatte ich vorhin schon gesagt, da muss man tatsächlich, und da hat ja auch, das hat auch Fiona nochmal jetzt relativ klar gesagt gehabt, man muss sich klar sein, dass eben auch, dass eben Antifeminismus ist nicht irgendwie eine Bagatelle. Es ist etwas, was einen klaren antidemokratischen Bezug hat und antidemokratische Überlegungen fördert. Das muss man dann halt natürlich auch mit Programmen, mit weiteren Sachen auch bekämpfen, schlicht und ergreifend. Wir bekämpfen andere Bereiche jetzt, Gott sei Dank, aber das hat auch lange gedauert, aber da gehört das eben auch dazu. Ja, vielen Dank für diesen kurzen Gedanken dazu. Wir sind jetzt schon am Ende unserer Zeit. Es gibt auch noch eine Reihe von Fragen, die wir jetzt leider nicht mehr bearbeiten können, zum Beispiel der Zusammenhang zu Antisemitismus, den nochmal näher anzugucken. Ich glaube, dass wir werden diese Fragen auch mitnehmen, auch bei der Konzeption der Fachtagung, die wir im nächsten Jahr machen werden. Da können wir da auch mehr in die Tiefe gehen. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken bei Ihnen beiden für den sehr spannenden Vortrag, für die Beantwortung der Fragen hier im Gespräch. Ich möchte mich bedanken nochmal bei allen, die zum Gelingen dieser Veranstaltung beigetragen haben, im Hintergrund wie im Vordergrund. Vielen Dank nochmal. Und möchte Sie nochmal darauf hinweisen, weitere Veranstaltungen auch im Rahmen dieses Projektes Antifeminismus begegnen, Demokratie stärken, finden Sie auf unserer Website, Projektwebsite. Wenn Sie mögen, tragen Sie sich, falls noch nicht geschehen, in unseren Verteiler ein. Wir haben einen Newsletter und einen Fachnewsletter. Und den wird Sandra Ho, die gerade zu sehen ist, auch vor allen Dingen wird sie da dann auch mit informieren. Soweit vielleicht. Und dann wünsche ich Ihnen noch allen zusammen einen schönen Abend. Vielen Dank, dass Sie da waren. Und bis zum nächsten Mal.